das letzte Dani Least Video ist unglaublich gut angekommen und sind die Abozahlen und die Klicks in die Millionenhöhe geschossen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen noch eins davon. Weil ihr wollt das unbedingt sehen, ich weiß es. Okay, wir machen es trotzdem, auch wenn es eigentlich fast keiner geguckt hat, aber die, die es geguckt haben, vielen Dank. Ich habe hier gerade wieder drei Sachen, die ich euch kurz vorstellen möchte. Ich fange an mit Americana von Chimamanda Ngozi Adichie. Davon habe ich noch nicht so viel gelesen, aber die Geschichte finde ich halt jetzt schon unglaublich schön. Ganz kurz, worum es in dem Buch geht. Um ein junges Mädchen, das in Lagos, Nigeria aufwächst. Und Ifemelu heißt sie und sie geht zum Studieren nach Amerika. Und es geht auch um ihre Beziehungen, hauptsächlich um ihre Beziehung zu Obinze. Das ist so ihr Jugendfreund. Er kommt nicht mit nach Amerika, er geht nach England und das wird natürlich dann alles irgendwie kompliziert. Und sie fängt in Amerika auch, glaube ich, an, einen Blog zu schreiben und über politische Themen zu schreiben. Also ich kann mich damit auf eine bestimmte Art und Weise total identifizieren, weil mich ähnliche Dinge bewegen, aber wiederum haben diese Dinge eigentlich einen ganz anderen Ursprung, also wir haben einen ganz anderen Zugang dazu. Der offensichtlichste ist, dass sie schwarz ist und ich weiß und das halt etwas sehr Unterschiedliches bedeutet in der Welt, wie man Zugang zu bestimmten Themen hat. Und ich die Möglichkeit habe, mich da auch einfach mal rauszuziehen zum Beispiel und sie halt nicht. Es ist halt ihr Alltag, mit Rassismus zum Beispiel leben zu müssen. Deswegen interessiert mich das Buch, weil es einerseits viele Möglichkeiten für mich bietet, mich mit ihr zu identifizieren und andererseits halt viele Möglichkeiten, viele neue Perspektiven für mich eröffnet, die ich halt selber einfach nicht haben kann. Und das macht das Buch so schön. Ich kann das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich würde auch, wenn ihr das könnt oder wenn ihr gerne das englische Original lesen würdet, würde ich euch das auf jeden Fall auch ans Herz legen. Dadurch, dass E-Sprachen einen relativ großen Anteil in dem Buch ausmachen, wird durch eine Übersetzung, finde ich, noch mal ein bisschen mehr verfälscht oder nicht mehr das wiedergegeben, wie es eigentlich gedacht ist von der Autorin. Und ich denke, dass man da mit der Originalfassung gut bedient ist. Das nächste Buch, was ich zurzeit lese, Ich bin Malala. Das hat uns unsere Omi zu Weihnachten geschenkt, 2013. Also wir haben ein bisschen lange gebraucht, um das zu lesen. Zu dem Zeitpunkt war, also wo unsere Omi uns das zu Weihnachten geschenkt hat, war Malala schon für den Friedensnobelpreis nominiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das zu lesen, ich glaube kurz danach hat sie ihn auch bekommen. Das Interessante an dem Buch ist etwas, was ich vorher auch nicht so erwartet habe. Ich habe halt gedacht, dass es sehr viel um das geht, was quasi nach dem Schuss auf sie passiert ist sozusagen. Aber sie setzt halt wirklich in ihrer Kindheit an und erzählt von ihrem Leben im Swat-Tal in Pakistan, was für mich auch eine unglaubliche Bereicherung ist ein doofes Wort, aber also für mich unglaublich lehrreich ist, weil ich habe keine Ahnung von Pakistan, ich habe keine Ahnung von pakistanischer Politik, ich habe keine Ahnung, welche Abhängigkeiten da genau. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie sich mit Indien nicht so dolle verstehen. Ansonsten weiß ich nichts, wirklich gar nichts. Das heißt, ich lerne halt unglaublich viel, was ich gut finde, weil es mich halt stört, dass es halt so in der Berichterstattung, in unseren Nachrichten so, eigentlich meistens dieselben Länder auftauchen und so Länder wie Pakistan oder Afghanistan oder auch Israel und Palästina und so weiter immer nur in den Nachrichten sind, wenn es halt gerade irgendwie wieder Krieg gibt oder irgendwelche Eskalationen und so weiter. Ich lerne halt unglaublich viel über dieses Land und ich lerne unglaublich viel darüber, wie Weltgeschehen ein junges Mädchen in einem kleinen Dorf in Pakistan beeinflussen kann. Zum Beispiel ist ein Schlüsselpunkt auch der 11. September. Das hat halt ihr Leben maßgeblich verändert. Und das ganze Leben des Dorfes eigentlich, was sehr spannend ist, weil ich überlegt habe, was hat das für mich eigentlich verändert? Für mich persönlich hat der 11. September eigentlich nichts verändert. Außer, dass ich wahrscheinlich bei Flügen stärker kontrolliert werde. Aber auf mein persönliches Leben hat das keinen Einfluss gehabt. Und auf ihr Leben schon. Und das macht es halt so unglaublich spannend. Und was es halt auch spannend macht, ist, dass sie wird halt dafür gefeiert, dass sie gegen die Taliban, was heißt gegen die Taliban, also dass sie für ein Recht auf Bildung für Mädchen kämpft.
Dabei kämpft sie gegen die Taliban sozusagen. Und das finde ich sehr sinnbildlich für unsere heutige Welt, dass jemand, der quasi gegen islamischen Terror kämpft oder so, mit dem Friedensnobelpreis ausgestattet wird. Aber was halt gleichzeitig auch niemals genannt wird, ist, dass sie sehr kapitalismuskritische Ideen hat und sehr sozialistische Ideen. Also etwas, was so vielen Menschen in Amerika eigentlich nicht so gelegen kommt, aber sie suchen sich dann halt eben diesen Kampf gegen die Taliban aus und glorifizieren sie, aber lassen halt richtig viele andere sehr, sehr coole Seiten an ihr irgendwie außen vor und die kommen halt in dem Buch gut raus. Und das macht das Buch so interessant. Nummer 3 von Colin Goldner, Lebenslänglich hinter Gittern. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich zu dem Autor stehe. Irgendwie finde ich den auf eine gewisse Art und Weise seltsam. Und es gab auch so den ein oder anderen Satz in dem Buch, wo ich so zwischen den Zeilen meine, etwas gelesen zu haben, was mir eigentlich nicht so in den Kram passt. Deswegen bin ich da auch noch ein bisschen kritisch. Aber das Buch ist schon sehr einzigartig, muss man sagen. Es erzählt die... Es ist sozusagen eine Kulturgeschichte der Zoos. Es erzählt die Entstehungsgeschichte von Zoos nach und welche Bedeutung sie in unserer Gesellschaft immer hatten und macht das anhand des Beispiels des Menschenaffen oder des Gorillas. Ich glaube, Gorillas sind halt hauptsächlich, oder nee, es gibt glaube ich auch ein einzelnes Kapitel über Gorilla, weil die so dämonisiert werden. Er zeigt auf, welche Bedeutung das für die sozusagen intellektuelle Elite hatte und auch für die christliche Elite, also religiöse Elite, dass ein Wesen gefunden wurde, was ziemlich offensichtlich dem Menschen sehr ähnlich war, weil es die gesamte Schöpfungsgeschichte irgendwie über den Kopf geworfen hat und es eine Erklärung dafür gefunden werden musste. Das Buch erzählt auch die Geschichte davon, dass Zoos angefangen haben als sogenannte Freakshows, dass Menschen in Zoos ausgestellt wurden, die irgendwie nicht in die Norm passten. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel überdurchschnittlich groß oder klein waren, Menschen, die Krankheiten hatten, Behinderungen hatten, aber auch schwarze Menschen, die entführt wurden. Moment! Komm gleich! Sorry! Insofern ist das Buch sehr lehrreich. Es erzählt auch, macht auch einen kleinen Schwenk zum Beispiel auf Delfinarien, wodurch ich mich sehr angesprochen fühle, weil ich irgendwie ich weiß nicht warum, aber irgendwie immer einen Bezug zu so Meerestieren hatten und so eine bestimmte Faszination bei mir sehr ausgeprägt ist für Wale und Delfine. Und ich war auch früher in Duisburg im Zoo, da gibt es ein Delfinarium. Da war ich früher als Kind sehr gerne, obwohl ich gleichzeitig auch das Gefühl hatte, dass es eigentlich nicht richtig ist. Das ist kein Buch, was man zwangsläufig vorne anfängt und dann ganz normal von vorne ein bisschen durchliest, sondern es ist eher so, dass ich mir immer mal so ein Kapitel raussuche, was mich jetzt gerade interessiert, über das ich mehr erfahren möchte. Ich habe das noch lange nicht durch, deswegen zu viel möchte ich auch gar nicht sagen oder kann ich auch noch gar nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es sehr meinen Blick auf die Institution Zoo verändert hat. Ich war vorher schon immer sehr kritisch, muss aber jetzt sagen, dass es mir nur noch absolut absurd vorkommt, Lebewesen einzusperren zur Belustigung oder Freizeitbeschäftigung anderer. Man fühlt sich auf jeden Fall nicht besonders gut, wenn man dieses Buch liest, aber es ist auch manchmal gut, dass man sich nicht gut fühlt und man konfrontiert wird mit Dingen, die nicht schön sind in dieser Welt. Und es ist auch gut, dass man bei manchen Dingen mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt und nicht einfach nur ein diffuses Gefühl hat von, ich weiß, das ist eigentlich nicht okay, aber mehr weiß ich darüber auch eigentlich nicht. Das kann dieses Buch auf jeden Fall ein bisschen ändern. Ja, ich hoffe, diese Ausgabe von Dani liest hat euch irgendwie gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuguckt. Tschüss!